Ja, herzlich willkommen zu einer Runde Hearthstone und zwar diesmal mit einem Battle gegen Jorle. Hi. Hey Jorle. Okay, Jorle traut sich was. Ich traue mich was. Ich habe ein Anfangsdeck, aber es ist. Du hast es noch nicht mal selber zusammengestellt? Doch. 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 Okay, was nimmst du? Sagst du es mir? Nein, sag ich nicht. Was nehme ich denn? Ach komm, den nehmen wir jetzt. Du musst auch noch auswählen, liebe Jorle. Hab ich. Geil. Ich hoffe, das war jetzt das Richtige. Spielt ihr das wieder so nach Arena-Regeln oder? Nee, wir machen jetzt. Wir spielen jetzt. Also eigentlich hätten wir jetzt 3 Decks festlegen müssen. Genau. Sollen wir das so machen? Jetzt haben wir die natürlich nicht festgelegt. Nee, komm, wir machen jetzt erstmal zum Warmwerden, machen wir jetzt erstmal ein ganz normales Battle. Machen wir. 2 gewinnt, oder? Hast du die Zeit? Hast du recht? Ja, habe ich. Okay, hast dann du machen die wir Zeit? 2 gewinnt. Dann machen wir 2 gewinnt. Dann machen wir das. Sehr gut, finde ich. Und man kann gut. sich einfach irgendein Deck gleich nochmal aussuchen. Ja, ich will natürlich auch zeigen, was ich hier so drauf habe. Ja, los! Priester, habe ich sehr lange sehr, sehr gerne gespielt. Sehr schön. Ist die Frage, wie... Ich weiß nicht, ob ich das richtig hier gemacht habe. Oh, doch, ist hast gut. du nicht. Also man kann übrigens hier in der Beschreibung unten kann man gucken, ah ja, Jorles Kanal, ah ja, okay, da gehe ich hin. Wenn man das möchte. Ja, und dann kann man jetzt ihre Karten sehen. Ach nee, ich will doch nicht den. Der ist doch Oberkacke. Was ist denn los mit dir? Der ist doof. Der ist voll geil. Der ist voll geil. Oh. Scheiße. Mach ich auch noch. Ach nee. Ja. Okay, das finde ich nicht gut. Hab ich aber. Das finde ich überhaupt nicht gut. Hab ich aber, sagt sie. Das finde ich nicht gut. Hab ich aber. Wir hätten noch für. Man darf ja nichts sagen, ne? Nee. Das hätten wir auch noch. Das ist gut. Och nee, auf. Weiße. Pass mal auf. Weiße. Upsi. Das ist. Der war mies, weißt du das? Auf Turn 2 6 Schaden machen ist eine geile Sache. Und ich habe das sogenannte Board Control Lady. Jetzt musst du mal was zeigen. Ich meine, klar, jetzt kannst du halt mit deinen beiden. Ja, genau. Okay, das hat immerhin dir auch nochmal 2 Schaden gemacht. Ja, gut. Muss und ja. Und jetzt halt, kann ne? sie aufräumen hier. Jetzt kann sie aufräumen. Ja, na, ihn kriege ich ja nicht. Wenn man es genau nimmt, habe ich immer noch Board Control. Ja, aber ich muss. Aber du hast halt den Kartenvorteil und heilt sich noch. Das finde ich überhaupt nicht gut. Ganz und gar nicht. Tja. Machen. Ich muss noch ein bisschen warten. So, machen wir jetzt das hier oder das hier, Freunde? Ich würde sagen, wir machen das hier, weil dann überlebt der eventuell. Ach, schon wieder dieser Bug. Und machen so. Okay. Die ist auch schön, schön. Du hast doch bestimmt wieder so Karten, mit denen du eigentlich mit meinen Dienern kämpfst. Aber wenn ich den... Das wirst du ja sehen. Ja, vielleicht hab ich das total, ja gar nicht. Ich bin total gespannt, wie ein Auto. Ich hab nur... Oh, doch, warte. Ach, scheiße. Ja, gut. Ja, okay. Das war gar nicht mal so schlecht. Da hat sie noch einen Coin parat. Was spielt sie jetzt? Oh, ne. Ah, weg. Damit. Oh, wie ich sie hasse. Wie ich sie hasse. Ja, jetzt und hast du. Eigentlich wäre die richtige Reihenfolge erstmal den Schlachtzugsleiter töten, aber ich muss dafür sorgen, dass die Tante hier baden geht. Das ist ganz wichtig. Ja, sonst ziehst du viel zu viele Karten die ganze Zeit. Hör mal auf das hier. Geht überhaupt nicht. Ja, naja, warte, das wäre auch blöd, dass ich sie vielleicht schon gespielt habe. Aber das kann sein. Das kann sein. Du hättest sie vielleicht spielen können mit zusammen mit so einem kleinen Sport oder so. Ja. Du kannst ja gerne mal die Folge dann bei mir schauen. Ich bin sehr, sehr gespannt. Du hast wahrscheinlich 2 Mind Control und 2 Supernoven auf der Hand. Wie heißen die? Was? Wie? Okay. Nein. Also genau die Karten, die ich gerade genannt habe. Was? Wie heißen die nochmal? Nicht Supernova, sondern? Weiß ich nicht. Ach, scheiße. Ich dachte, keine Ahnung, was du meinst. Ist sie jetzt schlau? Oder weißt hast du was? Wirklich nicht auf der Hand? Wir machen das einfach ach, so. Ach nee. Ach scheiße. Dann ist er... Schon mal weg, aber dann kommt er wieder. Ja, ja. Der es, macht es, den jetzt es, kaputt. Ist schon klar. Ist aber auch nicht so wichtig. War's nicht. Verkehrt war es nicht. Es war gut. Ach, das ist doch... Ich hab ein... Es war gut. Es war alles... Du hast alles richtig gemacht. Wir gucken mal hier sowas. Ah, verdammt. Ich finde deine Heldenfähigkeit doof. Ach, das ist geil.
Die ist richtig geil. Schon du, wieder den. Mein wenn Gott. Du ein Rush-Deck hast, ist diese Fähigkeit sehr, sehr nützlich. Oh, der könnte dir gefallen. Ja, den kenne ich irgendwoher. Den kennst du? Die Kacknackensau. Aber warte ab, Lady, warte ab. Hm? Du wirst dich noch wundern. Du wirst dich noch wundern. Karten, 6 Mana. Ach, ich so Ansturm. Oh, wie viel Angriff hast du? Wie viel Angriff hast du? Tut mir leid, Jorla. Das ist das Problem, ich habe gerade nichts Schönes auf der Hand. Du hast also mindestens einen Mind Control auf der Hand. Davon gehe ich mal aus. Und du wirst auch eine Nova auf der Hand haben. Und du wirst jetzt überlegen, was heißt lohnt Nova? Es sich? Lohnt es sich? Und ich würde sagen, ja. Also ich an deiner Stelle würde sie jetzt wahrscheinlich spielen. Einfach auch. Naja gut, ich habe danach immer noch Board Control. Ich kann so wie es aussieht nichts machen, außer den hier zum Beispiel. Aha. Aha. Naja gut. Na klar kannst du das tun. Naja, kann man machen. Man kann ja ich auch. Ich muss passen. Ja, ist doch okay. So, 3. Das heißt, wenn ich hier 2 abziehe, habe ich immer noch genug. Das machen wir deswegen auch. Ach, sehr gut. Sehr gut. Oh, gerade die kriegst du, die du brauchst. Ach, shit, ich Idiot. Ah, ich Idiot. Oh, fuck. Ah, falsch rumgespielt. Egal. Ja, eigentlich schon. Falsch rumgespielt. Aber das habe ich jetzt noch gerettet. So. Gibt er ihm? Das gibt's doch nicht. Okay, die ist schön. Jetzt spielst du Nova, ne? Was heißt denn Nova bei dir? Nova? Was ist denn eine Nova? Ich weiß gar nicht, was das ist. Wenn du keine Nova am Deck hast, hast du was ganz, ganz falsch gemacht. Aber du hast sie doch auf der Hand die ganze Zeit. Ich habe doch auch noch ein relatives Anfangsdeck, ne? Also, ja, aber eine Nova. Welches Level hat denn ein Priester überhaupt? Ich glaube 15. Oha. Ja, ich sag doch, ich bin jetzt nicht so... Ich müsste mal nachgucken. Eine Nova müsste man aber schon vorher kriegen. Guck mal nach. Das ist eine sehr essentielle Karte für den Priester. Wenn man die nicht hat, ist kacke Arsch. Hast du denn in dein Deck getan, diese Karten, die Diener töten, die maximal 3 Angriff haben oder minimal 5? Nein, die habe ich rausgelassen. Die musst du unbedingt mitnehmen. Nein, die sind kacke. Die musst du unbedingt mitnehmen. Ich habe ja noch ein anderes Deck. Das sind ultra wichtige Karten. Weißt du was, ich spiele ihn jetzt, aber das macht keinen Sinn. Ich will aber auch nicht, dass du durchbrichst. Das ist doch blöd. Wenn du keine Nova und diese Karten, die wir eben besprochen haben, nicht dabei hast, hast du eh verloren. Sag doch sowas nicht. Du hast verloren. Das sah ja komisch aus gerade. Aha. Jetzt klaut sie mir hier Karten. Ich fasse es nicht. Aha, sowas hast du also auf der Hand. Ich fasse es nicht. Ja, du kannst ja jetzt sehen, was ich dir sowieso geklaut habe. Nee, erstens siehst du es aus meinem Deck und nicht aus meiner Hand. Und zweitens kopierst du das nur, du klaust es mir nicht. Ja, natürlich, ich kopiere es nur. Deswegen kann ich das nicht sehen. Das macht keinen Sinn, aber er ist am stärksten, also machen wir das so. Oh, nein, shit. Nicht die weg! Warum nimmst du nicht einen von denen? Gut, aber jetzt kann ich den Hannes nicht mehr töten. Das geht mir auf den Sack. Also kann ich schon, aber... Mach mal weiter da. So, jetzt können wir die beiden spielen. Ich könnte auch den hier spielen, aber das hebe ich mir auf, weil so können sie ja eh nichts jetzt gerade machen quasi. Das heißt, wir machen so. Vorher... Ist eigentlich egal, wann wir den spielen. Weil der überlebt das ja hier. Zack. Nur noch den hier. Bam! Ich hasse ihn. Er ist doch blöd. Damn. Er ist doof. Ich habe den in meiner letzten Session, habe ich den gespielt. Da war das quasi der letzte Slot, wo ich den noch hinbauen konnte. Und dann hatte der 10-10. Ja, ja. Ich hatte den mal auf 11-12 oder so. Weil du ihn noch anders gebufft hast. Der ist doch nett. Oh ja, das ist... Ach, den hast du mir geklaut? Du Sausack! Den habe ich dir geklaut. Und dann kostet der nur noch 4. Richtig. Ich fasse es nicht. Ich fasse es nicht. Toll. Ich brauche Karten, ne? Das ist ein Problem. Ah ja. Ah ja. Okay, pass auf. Mach das so. So. Daneben geworfen. Schade. So. Komm, schieß, schieß. Nein, daneben. Verdammt. Okay, dann müssen wir jetzt halt so machen.
Und so. Und, so und so. Tief. Gut gespielt. Das fängt ja dann nicht mal an, richtig. Leute, du musst dir unbedingt diese Karten holen. Das geht nicht Nein. anders. Nein, die sind doof. Du brauchst die. Du musst die. Okay. Lassen wir das. Alles klar. Zwei gewinnt. Nächstes Deck. Du musst jetzt ein anderes auswählen, wenn wir jetzt. Hab ich. Okay. Und ich könnte jetzt eigentlich bei dem gleichen bleiben. Du könntest, ja. Ich könnte, aber. Also eigentlich müsste ich sogar, wenn wir nach den anderen Regeln spielen würden. Aber das tun wir ja jetzt noch nicht. Wir wärmen uns ja nur auf. Deswegen spiel. Oh, ich würde jetzt wahnsinnig gerne ein Paladin spielen, aber ich habe mein Deck gelöscht. Spielen wir das hier. Spielen wir doch das hier. Bin sehr gespannt. Das ist jetzt das Höchste, was ich heute habe. Fuck. Ich hasse Magier. Ich hasse. Aber hast du einen Pyroschlag drin? Sag ich dir nicht. Okay, das ist schlau. Okay, den nehmen wir weg. Ganz okay, Anfangshand. Ich hasse es, Erster zu sein. Ah, yes. Okay. Jetzt war ich zweimal Zweiter, ne? Sehr gut. Das finde ich nicht gut. Ach, immer den, weißt du? Habt aber was Schönes. Kennst was du den schon? Jetzt? Was kommt jetzt? Ja, den kenne ich sehr gut. Das ist ein Kumpel von mir. Kumpel von dir? Ich hasse das. Der ist ich gut, hasse ne? die Magierin. Die kann einfach alles. Machen wir noch nicht. Das die machen wir noch nicht. Alles hat die eine Antwort, die Sausack. So, was machen wir jetzt? Spielen wir das hier? Finde ich, wäre das Schlauste. Oder wir spielen den hier. Was hast du denn noch so? Na komm, machen wir jetzt. Warum habe ich eigentlich den im Deck? Ja, das freue ich mich auch. Ja, hält dich aber ein bisschen auf. Ja, die ist ja auch schön. Ach, die alte Sausack. Die hatte ich am Anfang, hatte ich die immer drin. Die habe ich mittlerweile aus all meinen Decks rausgenommen. Warum? Ich finde das ganz praktisch wegen den Karten ziehen, muss ich sagen. Ja, aber du hast halt ein 1-1er auf dem Deck. Das ist auf dem Board. Das bringt jetzt so mittel viel. Und du siehst halt eine Karte und hast dafür aber vorher quasi einen Kartenplatz aufgebraucht. Also du hast quasi, ja, weißt du? Und mir war es wichtiger, anstelle dessen irgendwie was Tolles mitzunehmen. Das war so. Kennst du denn noch das richtig alte Magic? Also, hast du das mal gespielt? Nee, du meinst richtig mit den Karten und so? Ja. Nee, das hab ich. Also es gab es aber auch als kleines Computerspiel, das hab ich immer gespielt. So eine richtig alte Pixelgrafik und so. Ganz toll. Ach, ich Mann. War immer mit der Sumpftyp. Ich habe immer die Sümpfe gespielt. Bis das um meinen Spott geht, ja. Ah, jetzt? Was? Jetzt trifft er? Unglaublich. Mann! So. Es ja, läuft gut, die kennen wir ja, okay. Ne? Kostet der PC erstmal nichts. Auch sofort raus schön, mit der Karte, Jolle. Sofort raus mit der Karte. Die brauchst du nicht. Du brauchst effektivere Karten. Du hab brauchst ich noch nicht. Als Magierin brauchst du die ganzen Eissachen. Und du brauchst einen Dingsda-Wurm, diesen komischen Drachen, der immer stärker wird, je mehr Zauber du spielst und so. Den habe ich noch gar nicht, glaube ich. Pyroschlag ist halt hammer wichtig. Ich spiele zum Beispiel die Magierin nicht, weil ich mir erst einen Pyroschlag holen will. Eigentlich zwei. Ja, wie jetzt gesagt, ich habe das ja noch gar nicht. Ja, ich sag ja, da muss man ja drauf hinarbeiten. Du musst auch viel mehr Arena spielen. Ich konnte ja bisher erstmal nur einmal Arena spielen. Ja, weil du Geld ausgegeben hast für Pakete. Für Pakete. Und das ist meines Erachtens nach sinnlos, weil du kannst genauso. Kostet das nicht genauso viel Arena und ein Paket? Mhm. Okay. Nee, 100 kostet das Paket. Okay. Und 100, aber weiß ich nicht, 140? Mehr? 140? Hast du den Arena-Spaß plus ein Paket? Okay, ich muss mich erstmal konzentrieren hier. Wenn man gewinnt. Oder kriegt man automatisch Du kriegst auf jeden Fall, selbst bei einem 0-3, kriegst du ein Paket. Oh. Ja. Das ist okay. Das ist sogar sehr okay. Spiele ich jetzt das hier? Ich finde das fast vergeben. Eine Mühe. Obwohl. Wie hoch sind denn deine Decks? Also im Level? Naja, so muss ich gleich nochmal gucken. So 25, 30, 80. Ich muss nochmal gucken. Also manche sind halt höher als die andere. Ich spiele das jetzt hier, oder? Wir machen das ja jetzt hier nur zum Spaß. Ja. Ich gehe ja davon aus, dass ich das nicht überlebe. Das ist ja okay. Ist okay. Ach, Idiot.
Stimmt ja. Okay, ja, das war gar nicht so ein schlechter Move. Tschüss. Und los geht's. Du musst einen blöden Gnomen da wegkriegen. Du meinst den Messerjongleur? Boah, ich hab 14. In Runde 4. Ja, jetzt ist erstmal reicht. Und das ist auch etwas, ich habe am Anfang immer ganz viel Spott in meine Decks genommen. Da ich jetzt mittlerweile eher so ein Rush-Deck-Spieler bin, hat das irgendwie aufgehört. Ich glaube mal, ja, jeder spielt halt eben anders, ne? Ja. Aber so musst du jetzt wenigstens erstmal an dem vorbei. Ich habe vielleicht ein bisschen irgendwann Pause. Ja, ich hatte halt die richtigen Karten auf der Hand. Ne? Das ist auch immer noch mal so eine Sache. Du musst halt unbedingt Glück haben. Kartenglück ist definitiv. Gerade beim Jäger ist das Kartenglück so unglaublich wichtig. Und du bist nächste Runde tot. Sehe ich das richtig? Weiß ich nicht. Ich könnte noch... kriege ich sowas hin? Die habe ich auch. Naja. Aber das ist dann auch nicht genug. Naja, immerhin wendest du jetzt deinen imminenten Tod ab. Wenigstens etwas, ja. Und sie bekommt noch Angriff. Und oh, ich kann den jetzt nicht töten mit meinen beiden, weil du den einen weggedingst hast. Das ist natürlich so eine Sache. So, spiele ich jetzt Ditte oder Ditte oder ich... Ich würde gerne die beiden spielen, aber es geht nicht. Du hast wirklich Rush-Decks. Also meine Decks zünden erst später. Na, mein Jäger-Deck. Oh, ich habe falsch meine Karte gelesen. Scheiße. Ich dachte, das wäre ein zufälliges Wildtier. Gut, kann man jetzt auch machen. Kann man mal machen, ja. Zack. Zack. Ich habe noch zwei. Zwei habe ich noch. zwei Leben, meinst du? Weißt du eigentlich, du kennst schon meine Heldenkraft, ne? Ja. Ja. Das hat sich eigentlich gegessen. Aber ich habe hier noch den Doktor irgendwo rumschwirren. Ich frage mich bloß, wie ich jetzt aus so einer Karte komme. Aber ich schaffe es nicht. Du hast wahrlich gut gespielt. Da gibt sie auf. Ich hasse es, wenn Leute aufgeben. So, zwei gewinnt, haben wir gesagt. Ja, hast du gewonnen? Ich habe gewonnen. War klar, ne? War von vornherein klar. Ja, also okay. Du kannst halt einfach noch ein bisschen üben und so. Ich sag dir noch ganz kurz meine Level-Line. Ja, sag mal. Oh nee, kann ich jetzt nicht. Wieso nicht? Weil... Okay, ich muss auf Spielen drücken. Oh, mein Priester-Deck ist eigentlich so schön. Ich sag dir, das sind doch mal so eine... Ja, Kartenglück und so. Zinne. Du brauchst die Karten. Ich hab dir jetzt gesagt, welche Karten du reinnehmen musst. Du musst sie mit reinnehmen. Ich sag's kurz schnell. Mein Priester hat 30, Hexenmeister 27, der Schamanen 26, die Schurke nur 9, Druide 16, Magierin 22, Krieger 25, Jäger 22. Es ist alles wesentlich höher. Ja. Und muss ich hier. Paladin, naja, gut. Bin ja noch ganz am Anfang. Ja, aber ne? Deswegen üben wir ja. Und ich hoffe auch, dich nochmal demnächst in diesem Battle nochmal willkommen zu heißen. Dann, wenn ich auf Stufe 30 bin. Wenn du so ein bisschen noch geübt hast und diese Karten mit reingenommen hast, die unbedingt mit rein müssen. Und vielen Dank an die Zuschauer fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch gerne mal einen Daumen nach oben da. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Vielen Dank und tschüss.